Ja, herzlich willkommen zum heutigen Open Rallye-Abend. Wir sind schon eine illustre Runde, interreligiös, das ist wunderschön. Ganz besonders wollen wir heute in unserer Mitte begrüßen Avi Blumenfeld. Er ist unser jüdischer Kollege an der KPH Wien-Krems, Institutleiter für jüdische Religion. Er ist heute leider nicht mit dem Bild hineingekommen, aber mit Ton ist er hoffentlich hier. Hallo. Avi, ja, aber dein Foto sehen wir jetzt nicht. Mein Foto seht ihr nicht, das ist gerade wieder weg. Who knows why? Genau. Unser Thema heute ist der jüdische Weg zur goldenen Regel. Wir haben alle Vorträge so genannt, damit es irgendwie gleichwertig ist. Wir sind schon gespannt, was du uns erzählen willst. Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Diesmal aus Wien. Goldene Regel. Also das Erste, was man ja heutzutage macht, auch als ein sogenannter Intellektueller, der an der Uni tätig ist, man schaut in Wikipedia nach, was wir dazu finden, auch wenn die sogenannte goldene Regel einem geläufig ist. Das Bekannte, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das habe ich noch im jüdischen Kindergarten in München gelernt. Also der Begriff ist durchaus klar, aber ich zumindest bekannt. Aber ich wollte noch einmal nachlesen. Also rein ins Wikipedia und die erste Zeile gleich hat es eröffnet. Die goldene Regel, lateinisch Regula Aurea, the Golden Rule, bezeichnet einen alten und verbreiteten Grundsatz der praktischen Ethik, der auf der Reziprozität menschlichen Handelns beruht. In konventioneller Formulierung: behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Oder in einer negativen, präkonventionellen Fassung als gereimtes Sprichwort. Und hier kommt wieder das alte Kindergartengedicht: was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. So. Und danach von bis eine ganze Reise durch Konfuzianismus, Hinduismus, Jainismus, Buddhismus, Zoroastrismus, antike Judentum, Christentum, Islam und Bahai-Religion. Okay. Beim Lesen dieser ersten Zeile und auch bei der Begrifflichkeit der goldenen Regel kam bei mir gleich die Maxime des Talmuds im Traktat Shabbat, Folio Seite 31a, ins Gedächtnis. In dieser Stelle im Talmud, der eine Auslegung, eine Diskussion über die sogenannte mündliche Torah, das heißt die laut unserer Überlieferung am Berge Sinai, Moshe, Moses, mündlich überlieferte Tradition darstellt, erklärt ein Midrash, eine Legendenerzählung, Folgendes. Einst kam ein Nichtjude vor Rabbi Shammai, trat vor ihm zu und sprach Folgendes. Mache mich zu einem Ger. Ger ist eigentlich ein Fremder unter Wohnhaften. Heute würde man es vielleicht mit Proselyten übersetzen. Unter der Bedingung, dass du mir die ganze Torah beibringst, während ich auf einem Fuß stehe. Da stieß ihm Shammai eine Amma, eine Elle weg. Daraufhin ging er zu Rav Hillel. Dieser machte ihn zu einem Proselyten und sprach: Mashes sanui alecha, altasele chavarecha. Mit anderen Worten, was du willst, dass man dir nicht tut, füge keinem anderen zu. Wortwörtlich übersetzt, Mashes sanui alecha, was dir verhasst ist, das tue auch deinem Freunden, deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Torah und alles andere sind Kommentare. Ze ulmad, gehe hinaus und lerne. Das ist so die Quintessenz der goldenen Regel aus jüdischer Sicht.
Jetzt in der Regel im Judentum basiert die Diskussion und die Auslegung immer auf sogenannten Primär- und Primär-Sekundärtexten. Ein primärer Text ist der Text, der bereits niedergeschrieben wurde, in dem Sinne die schriftliche Lehre, ein anderes Wort dafür im Hebräischen heißt Torah, die Lehre, also die fünf Bücher Moses. Und der Satz, der den Satz von Hillel zugrunde liegt, ist der Satz, der allgemein bekannt ist und fälschlicherweise oft auch dem Christentum alleinig zugeordnet wird. Das ist der Satz aus dem dritten Buch Moses, bei uns Vayikra, sonst Levitikus genannt, Kapitel 19, Vers 18. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Liebe deinen Nächsten, ja. Buber übersetzt es kamocha, denn er ist wie du. Gängiger ist die Übersetzung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber kamocha, das Treffendere ist meines Erachtens schon, denn er ist wie du. Und dieses kamocha, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also jetzt eigentlich eine positive Regel, ist die Grundlage des gesamten Weges der goldenen Regel innerhalb des Judentums. Um das Ganze aber zu verstehen und zu definieren, bedarf es einer weitaus tieferen Textanalyse. Und hierfür müssen wir den gesamten Text lesen. Der Text in unserer Tradition werden die fünf Bücher Moses, die Torah, in 54 Wochenabschnitte eingeteilt. Früher waren es Dreijahresabschnitte, ein Dreijahreszyklus, in dem die Torah gelesen worden ist. Heute hat sich seit dem Exil von Babylonien der einjährige Lesezyklus durchgesetzt. Und jeder Wochenabschnitt erhält einen Titel. Und der Titel dieses Wochenabschnittes lautet Kedoshim. In der Regel wird nämlich das erste bedeutungsvolle Wort in einem Wochenabschnitt als deren Titel genommen. Hier ist es aber nicht so. Es beginnt mit einem Einleitungssatz. Vaydaber Hashem el Moshe lemor. Und Gott sprach zu Moshe, zu Moses, folgendes. Daber el kol adat bnei Israel ve amarta alehem kedoshim tiyu. Sprich zu der ganzen, so und jetzt kommt das Wort, adat bnei Israel. Das könnte man übersetzen, Gemeinschaft der Kinder Israel, Gemeinde der Kinder Israel, dem Volk Israel. Aber Adat, das basiert auf dem Wort Eida. Und Eida heißt Gemeinschaft oder versammelte Gemeinschaft. Wenn wir die Wurzel des Wortes untersuchen, kommen wir auf das Wort Zeugenschaft. Eine Eida ist also eine Gemeinschaft, die Zeugenschaft für etwas ablegt. Und was ist jetzt die Forderung? Wer macht Elam? Kedoshim tiyu. Heilig sollt ihr sein. Warum sollt ihr heilig sein? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Denn heilig bin ich, Hashem, Gott, der Ewige, euer Gott. Das heißt, dann kommen noch weitere Sätze über Ehre Vater und Mutter, über Diebstahl, also ähnlich wie die 10 Gebote, eigentlich korrespondierend zu den 10 Geboten. Und nun kommt folgende zwei Sätze. Lo tisna et achicha bilvavecha, hasse nicht dein Bruder in deinem Herzen. Hocheach tochiach et amitecha. Nimm deinen Nächsten und weise ihn auf seine Fehler hin. Loti kom veloti tor et bnei anecha. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Und liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Ani Hashem. Ich bin Gott.
Was verstehen wir aus diesem Textzitat? Oder was versteht das Judentum aus diesem Textzitat? Das Judentum versteht hieraus, dass der Ger, der Fremdling eigentlich, dem Freund, dem Nächsten gleichgestellt ist. Weil wir finden den Ger, den wir nämlich früher erwähnt bekommen haben, im Talmud, in der Legendenerklärung über die Mishnah, finden wir den Fremden, den Ger, den Proselyten, der eintreten möchte und somit mutieren zu dem wird, was du eigentlich schon bist. Reacha, dein Nächster. Das ist eigentlich du dir selber. Und das Ganze in diesem Text korrespondiert nämlich mit den 10 Geboten. Die 10 Gebote, die wir kennen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter haben, Schmoret Shabbat, gedenke des Shabbats, ihn zu heiligen, ehre deinen Vater und deine Mutter, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, sind korrespondierend zu diesem Kapitel des eben gehörten Wochenabschnittes Kedoshim aufgebaut. Und wenn wir diese Forderung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, korrespondierend zu den 10 Geboten anschauen, nämlich Levitikus 19, 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, zu Schmott, Exodus, Kapitel 20, 14, wird aus dem positiven Gebot, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du, im Buche davor, im Buche Exodus, du sollst nicht gelüsten nach, und dann die folgenden Aufzählungen der Gebote, nach wessen du dich bei deinem Bruder nicht gelüsten sollst, Bruder, Schwester, nichts gelüsten sollst. Das Interessante hierbei ist, dass im korrespondierenden Verständnis des Judentums zwischen jüdischem Volk und Fremden, der in deine Reihen hineinkommen möchte, in diesem korrespondierenden Verständnis tritt das Wort Ahava, Ve'ahavta, zu Deutsch Liebe ein. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, weil Ve'ahavta, das Wort Ahav et Ahavta, in dieser Akkusativform im hebräischen sprachlichen Verständnis die höchste Stufe der zwischenmenschlichen Beziehung darstellt. Interessanterweise gibt es zu den Torah-Texten aufgrund der historischen Gegebenheiten zu Zeiten der Mishnah und des Talmuds, also beginnend ungefähr 200 vor der Zeitrechnung bis ca. 800 nach der Zeitrechnung, Übersetzungen in der damals geläufigen aramäischen Sprache. Einer der bekanntesten Übersetzungen, der sogenannte Targum von Jonathan, Sohn des Uziel, der ein Schüler von dem vorher erwähnten Rabbi Hillel war, übersetzt, Ve'ahavta le'reacha kamocha, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du, mit folgenden. Was dir verhasst ist, tue auch deinem Nächsten nicht an. Er nimmt also den Lehrsatz seines Lehrmeisters, Hillel, denn er war in seiner Denkschule, und münzt diesen
auf das positive Gebot, Ve'ahavta kamocha, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zwei Dinge fallen hier natürlich auf. A, die Verschiebung vom Bereich der Gefühle in das Gebiet der Betätigung. Und was eigentlich noch viel erstaunlicher ist, die negative Formulierung. Bekanntlich ist diese Paraphrase des Verses auf der vorher genannten Erzählung des Midrasch gefußt. Also, warum nimmt Jonathan Ben Uziel, Jonathan Sohn des Uziels, in seiner Übersetzung diese negative Formulierung seines Lehrmeisters Hillel auf? Noch dazu, wo Hillel selber an einer anderen Stelle im Rahmen der Mishnah, also der mündlichen Überlieferung, im Traktat Avot Väter, folgende jüdische Grundethik veranlasst hat. Haveh mitalmidei Aaron, sei von Aarons Schülern, Aaron, der Bruder von Moses, Ohev et Habriot, derjenige, der die Geschöpfe liebt, umekarvan le Torah, und der die Geschöpfe an die Tora annähert. Hier hat Hillel den Sinn des Verses nicht eingeschränkt, sondern hat ihn erweitert und ihm dadurch eine zusätzliche Erklärung gegeben. Hätte man nun das Wort Lereacha, deine Nächsten, auch so verstehen können, dass es sich nur auf Juden bezieht, so besteht hier bei dem eben zitierten Grundsatz von Hillel, dass unter dem Wort Geschöpfe die ganze Menschheit gemeint hat. Sogar Gottesdiener. Warum ist es nun so wichtig, ein weiterer Übersetzer der Tora, Rabbiner Naftali Herz Weisel, ein Freund von Moses Mendelssohn und mit Kant im Austausch, schrieb in seinem Kommentar zu eben der gehörten Stelle Kedoshim Leviticus folgendes. Zitat, ich behaupte, dass Kamocha bedeutet, denn er ist so wie du. Denn er ist so wie du, steht auch bei Pharao. Du gleichst Pharao in deiner hohen Stellung. Kamocha. Was schließen wir daraus oder was verstehen wir daraus? Dass denn er ist wie du, dass das Gebot der Nächstenliebe eigentlich auf die Vermeidung des Bösen einzuschränken ist, ist im jüdischen Verständnis eine der Grundregeln der sogenannten, wie wir sie hier nennen, goldenen Regeln. Die zentrale Stellung dieses Gebotes, Ve'ahavta le'raacha kamocha, also lieben deinen Nächsten, denn er ist wie du, ist im Pflichtbewusstsein des Juden in der halachischen Diskussion, also in der religionsgesetzlichen Diskussion, immer wieder festgehalten worden. Denn im Kommentar zu der vorher gehörten Talmudstelle sagt einer der Grundkodifikatoren der Mishnah, also der mündlichen Überlieferung, Rabbi Akiva, das ist ein Hauptprinzip in der gesamten Tora. Und das Hauptprinzip ist, Ve'ahavta le'raacha kamocha, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Worauf fußt nun das Ganze? Das Ganze fußt auf den Grundsatz, der auch wieder in der Tora festgehalten wurde, bei der Schöpfungsgeschichte, Ben Adam Nivra Bezelem Elokim. Der Mensch wurde geschaffen, Bezelem, im Angesicht, im Ebenbild, eigentlich im Schatten Gottes. Weil der Mensch im Ebenbilde Gottes, im Schatten Gottes geschaffen wurde,
ist der Maßstab der Liebe zu einem Menschen gleich dem Maßstab der Liebe zu Gott? Und diese muss in dem Verständnis der jüdischen Rabbinen und Exegeten Grundlage sein für alles Leben auf dieser Erde. Der Fundamentalgrundsatz gilt also nun: Wenn der Mensch im Ebenbilde Gottes geschaffen worden ist, schließen wir daraus, wer einen Menschen schmäht, beleidigt, herabsetzt, verunglimpft, der schmäht, herabsetzt, verunglimpft im Grunde genommen Gott selber. Interessant ist, dass dieser Gedanke eben, dass der Mensch nicht geschmäht worden ist, weil er dem Abbild Gottes im Abbild Gottes geschaffen worden ist. Dieser Grundsatz zieht sich innerhalb der jüdisch-ethischen Vorstellung bis in die Neuzeit hinein. Und basiert darauf, dass der Mensch seinen Nächsten lieben soll, da die Selbstliebe naturbedingt ist und ohne jede Berechnung, Einschränkung oder Zwecksetzung im Herzen des Menschen wirkt. Und wenn wir davon ausgehen, weil das die Natur des Menschen ist, dann möge er auch den anderen, den Nächsten und den Fremden lieben, wie es Rabbiner Simcha Sissel aus Kelm, einer der Begründer der litauischen Mussar-Ethikbewegung, sagt, dann ist es, dass er seinem Nächsten, Zitat, natürliche, selbstlose Liebe zukommen lassen muss, aus Freude und Genugtuung. Leloshio, ohne Grenze, ohne Nebenabsichten und ohne jegliche rationale Begründung. Dies ist nun die grundlegende Auffassung des jüdischen Verständnisses der goldenen Regeln. Ohne Berechnung, Einschränkung oder Zwecksetzung. Aus Freude und Genugtuung. Ohne Grenze. Ohne Nebenabsichten. Und ohne jegliche rationale Begründung. Aus diesem Grunde ist gerade die negative Formel innerhalb des Judentums, also Masche Sanuya Lecha, Alter Selecha Varecha, was du willst, dass man dir nicht tut, füge auch keinem anderen zu, zu einem der Leitmotive jüdischen Verständnisses in den zwischenmenschlichen Beziehungen geworden. Von diesem Gebot der Liebe sollen Strahlen und Funken ausgehen, die der Finsternis des Lebens, wie es der Balatanya, der Begründer, der Lehrer des Chassidismus und der die Tradition des Baal Shem Tov, des Begründers des Chassidismus fortgeführt hat, sagt, selbst der kleinste Funkenlicht in der absolut schwärzesten Dunkelheit vertreibt eine ungemeine Menge von dieser Dunkelheit und Finsternis. Me'at Or, ein wenig Licht, doche verdrängt harbe Choshech, intensive Dunkelheit. Denn dieses Licht in der Dunkelheit symbolisiert die Kraft der Liebe, die entsteht auf dem Bewusstsein, dass der Mensch geschaffen wurde im Ebenbild Gottes und da er den anderen lieben muss. Und die Liebe drückt sich eben auch, so wie du deinem eigenen Körper kein Leid zufügst, sollst du auch dem anderen kein Leid zufügen, respektive was ihm unlieb ist. Jetzt könnte man gerechtigterweise fragen, okay, alles klar, warum dann in dieser negativen Formulierung? Warum nicht das Ganze positiv ansehen? Einfach, werft alle Racha Kamocha, liebe deinen Nächsten, denn er ist so wie du.
Hier ist die Dichotomie zwischen Altruismus, Aufgabe und Dichotomie des Daseins einfach zu stark, um diese Form und Gebotsformel der Liebe in die Tat wirklich umzusetzen. Die goldene Regel im Judentum selber zieht hinter sich noch eine Reihe von halachischen religionsgesetzlichen Anforderungen. Zum Beispiel, in der jüdischen Tradition wurde relativ früh definiert, wen man genau in diesem Zusammenhang zu lieben hat. Der Rashbam, ein Religionsgelehrter des Hochmittelalters, des 11. Jahrhunderts, sagte, wenn es ein guter Mensch ist, ja. Ist es aber ein schlechter Mensch ohne Gottesfurcht, dann nein. Weitere Rabbiner haben sich ähnlich geäußert und hinzugefügt, dass man sich von Menschen, die Böses wollen oder tun, fernhalten soll. Nachmanides, ein weiterer Religionsphilosoph aus Spanien, weist darauf hin, dass hier als Bedeutung eine neidlose Herzensgüte gemeint sein kann. Als Beispiel hierfür bringt er das Verhältnis von König David und Jonathan, dem Sohn vom König Saul, die eine neidlose Achtung füreinander empfanden. Und damit wird uns auch die Mainstream-Erklärung in der heutigen Zeit nähergebracht. Es geht hier nicht unbedingt darum, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Würde man das tun, dann hätte man viel Freude und Leid mit sich selber zu ertragen. Vielmehr geht es darum, der Formulierung Hillels zu folgen. Was dir verhasst ist, altes Selechavarecha, das füge auch einem anderen nicht zu. Damit erhebt man den eigentlichen Anspruch von einer emotionalen auf die rein rationale Ebene. Und im Klartext bedeutet das, den Respekt einem Mitmenschen gegenüber zu wahren. Dieser Respekt ist der universale Bestandteil, den wir beherzigen müssen. Und das ist eigentlich die tiefe Lehre der Tora und des Judentums und ihre Anforderungen an den jüdischen Menschen. Menschen sollten anderen Menschen mit Respekt begegnen. Denn Respekt ist die Basis einer jeden Kultur und einer jeden Zivilisation. Das wären so meine ersten Gedanken, die ich in den letzten 2 Wochen niedergeschrieben habe, zum Thema die goldene Regel aus jüdischer Sicht. Und ich bin jetzt gerne da, offen und freue mich schon auf Ihre, auf eure Fragen. Ja, ihr könnt gerne die Fragen in den Chat hinein posten oder sich auch so zu Wort melden. Ich glaube, so viele sind wir jetzt auch nicht. Also wenn jemand etwas sagen möchte und sich mit Ton und Bild dazu schalten möchte, ist es genauso gut. Ich sehe und höre viel Schweigen. Dann frage ich. Eine Frage von mir. Okay. Guntram, du warst, glaube ich, knapp der Erste. Ja. Fangst du an. Und Galib dann Nummer 2. Ich kann mich gern zurücknehmen. Ja, also ich so ganz verkürzt zu verstehen, vielleicht der eine Punkt, dass. Also, weil der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, hat er so einen hohen Wert, dass man diesem hohen Wert auch mit dementsprechend auch Respekt begegnen soll. Kann man das so verkürzt, vereinfacht einmal festhalten? Stimmt das so? Wie, wir hören dich nicht. Hallo, jetzt da? Jetzt, ja. Ja, ja, doch, kann man durchaus so sagen. Kann man durchaus so sagen. Zwei Denkschulen, die ineinander übergreifen.
weise dem anderen Menschen gegenüber Respekt, der im Abbild, im Ebenbild, im Abbild, im Schatten Gottes geschaffen worden ist. Und so wie du Gott Respekt erweist und Liebe, zeige diese auch gegenüber dem anderen Menschen. Oder so wie du dir gegenüber Respekt und Liebe zeigen musst. Und so weiter. Ja, darf ich klein nachhaken? Kann man auch sagen, dass der Mensch tatsächlich auch etwas Göttliches in sich trägt? Oder ist dann nur ein ähnlich? Oder gibt es etwas, wo eben so, war ja die Rede von Licht und Funken. Also gibt es im Menschen was Göttliches, das eben was Göttliches gibt? Naja, alleine in der Schöpfungsgeschichte, so wie wir sie in der Tora, in dem ersten Buch Moses erzählt bekommen, haucht er ja dem Menschen durch die Nase, wie es so schön im Althochdeutschen heißt, Odem, Lebenskraft rein, Ruach Elohim, ja, die Aura, die Transzendenz Gottes hinein. Also sicher hat der Mensch auch wenn er irdisch ist, in seinem physischen Bestandteil, in seinem metaphysischen Bestandteil etwas von Gott in sich. Das ist ja diese berühmte Seele, die Neshama, die für das Judentum so wichtig ist. Okay. Gut. Danke. Galib, dann erteile ich dir das Wort. Ja, du hast vorher gesagt, Abi, so eine, die Entwicklung dieses Satzes oder dieser Regel war, wenn man einen Menschen beleidigt, dann beleidigt man auch Gott, wenn man nur einen Menschen beleidigt sozusagen. Und es gibt ja, soviel ich weiß, auch im Judentum und im Islam gibt es das auf jeden Fall, diesen Satz, auch im Koran, wenn du einen Menschen tötest, unschuldigen Menschen tötest, tötest du die ganze Welt. Und wenn du einen Menschen rettest, rettest du die ganze Welt. Gibt es einen direkten Zusammenhang? Der eine Mensch steht für alle, in dem einen Mal auf Bezug auf Gott, beim anderen Mal die Menschheit an sich. Also es ist sehr interessant, dass du das gerade bringst, Galib. Übrigens, du hast dich noch gar nicht verändert. Du siehst noch so aus wie heute den ganzen Tag. Ja, ja. Positivum. Ja. Trotz Lampe. Dir ist ein Licht aufgegangen sozusagen. Der Talmud sagt, und es gibt zwei Versionen, der babylonische Talmud und der Jerusalemer Talmud. Der babylonische Talmud sagt, wer eine menschliche Neshama-Seele rettet, ist dem so, als ob er eine ganze Welt gerettet hatte. Der Jerusalemer Talmud sagt, wer eine jüdische Seele rettet, ist so, als eine ganze Welt. Da gibt es wieder die auch innerjüdischen Spannungen zwischen Universalismus und Partikularismus. Aber das ist im Prinzip das gleiche Prinzip. In derselben Talmudstelle steht da nämlich geschrieben, warum wurde nur ein Mensch geschaffen? Jetzt wissen wir, in der Schöpfungsgeschichte heißt es, Mann und Frau erschuf er sie. Also es war ein androgynes Wesen, bevor es quasi getrennt worden ist. Und der Talmud sagt dann, weil wenn du siehst, wenn du einen Menschen umgebracht hast, ist es so, als ob du eine ganze Welt umgebracht hättest. Und das ist hier der gleiche Gedanke natürlich, weil der Mensch als ein Stück Göttlichkeit auf Erden in dem Sinne auch respektiert oder geliebt werden muss, bringst du natürlich damit auch ein Stückchen von Gott um. In der jüdischen Philosophie tritt nämlich die Frage auf, wenn niemand auf der Welt Gott anerkennt, existiert da noch Gott? Jetzt einerseits ja, andererseits, wie kann er existieren, wenn ihn niemand anerkennt? Im Sinne von, braucht er die Anerkennung oder sie? Braucht Gott die Anerkennung? Nein. Aber ist dann Gott in der physischen Metaphysik auf der Welt vorhanden, wenn ihn niemand anerkennt? Und das war dann wieder die Aufgabe von Abraham, Ibrahim, die Verkündung des einen Gottes, des Monotheismus, in die Welt hinaus zu tragen. Und daraus wieder, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn man eine Seele vernichtet, einen Menschen umbringt, bringt man dann eben auch Gott um und dann eben auch wieder zurück. Darum musst du ihn lieben, wieder auch auf den Gottesbezug. Klar, ja. Und dann ist eben die Frage, natürlich, wer hat wen beeinflusst, wer hat wen entdeckt, sozusagen, Talmud den Koran, Koran den Talmud ist und so weiter. Aber das fällt dann wieder in das Kapitel, das wir heute behandelt haben. Meine Wahrheit, deine Wahrheit in diesen
neunstündigen Symposium, in dem sich heute monotheistische und auch nicht monotheistische Religionen getroffen haben und darüber diskutiert haben. Danke. Bei dir getroffen haben, muss man dazu sagen. Ja, in einer Synagoge getroffen haben, muss man auch dazu sagen. Ja, danke. Ja, dann arbeite ich einmal ein paar Fragen ab, die in den Chat hineingeschrieben wurden. Philipp fragt, Respekt ist eine schöne Forderung, die vom Ende her gedacht ist. Wie steht es da um 1 Mose 8, 21? Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzen ist böse von Jugend an. Auch hier wiederum, müssen wir die Übersetzung nicht als autoritative Übersetzung nehmen, ja, und schauen, wie der wirkliche Wortlaut ist. Ich versuche es gerade aufzurufen. Ich habe nämlich nicht genau den genauen Wortlaut. Das war erstes Buch Moses, Paragraph. Hallo? Hallihallo? So, jetzt hört ihr mich wieder. Ja. Jetzt, 1 Mose 8, 21. Ah, Kapitel 8, okay, here we go. Kleinen Moment. Kapitel 8 und 28. Hm? Ah. Okay. Da müsste ich. Ich müsste die jüdische Nummerierung haben. Die ist etwas divergierend, glaube ich. Auch wieder eine Lernerfahrung, ja. Aha. Nochmal. Philipp, Mose, was sagst du? Erstes Buch Mose. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21. 21, Moment. Ah, ja. Okay, ja, okay. Gut. Also ich lese mal den Satz im hebräischen Original vor, einfach, dass es mal den Klang hört. Ja. Vayarach Hashem et Reach HaNichoach. Vayom Hashem elibo lo asav lekalel ot et adama. Ba'avur Adam ki yetzer lev ha'adam. Rami neurav. So. Der sagt als ki yetzer lev. Yetzer lev heißt der Trieb, das Kreative im menschlichen Herz. In der englischen Übersetzung, die ich vor mir habe, steht geschrieben, since the devising of man's mind. Und dann, Rami Neurav, are evil from his youth. Nor will I ever again destroy ever living being as I have done. Also wir sind hier in der Szene nach der Sintflut. Noah hat die Arche verlassen und gibt ein und opfert Tiere. Und wieder auch das Wort Opfer ist kein richtiges Wort. Auf Deutsch sagen wir Opfer, aber auf Hebräisch heißt es Korban. Die Wurzel von Korban heißt Lekarev, sich annähern. Das heißt, beim Opfer opferst du nicht, beim Opfer, bei einem Ding, ich nenne es mal Ding, das benutzt du, um dich damit jemanden oder eine Entität anzunähern. Symbolisch gesprochen, der Rauch steigt nach oben, Gott ist auf der ganzen Welt. Es ist oben, unten, rechts und links, aber es steigt auf. It's elevated. Es erhöht sich sozusagen im transzendenten Sinne. Und dieses Opfer symbolisiert, und was sagt dann? Und Gott war ja rach, roch, den angenehmen Geruch. Und er sprach Elibo zu seinem Herzen, zu sich selber. Lo osif lekalel od et adama. Ich werde
diese Erde nie wieder verfluchen wegen des Menschen. Weil der Mensch hat die innere Kraft, zerstörerisch zu sein. Das heißt aber nicht, dass er es sein muss, sondern das heißt, dass er die Möglichkeit dazu hat. Und genau das ist unsere Aufgabe. Diese Möglichkeit nicht wahrzunehmen und über diese Nichtwahrnehmung die Welt zu einem noch besseren Platz zu machen. War das so okay, Philipp? Vom Verständnis her? Schreib mal in den Chat, ob es so passt oder ob du noch etwas nachfragen möchtest. Ich kann leider nicht schreiben mit meinem Telefon. Nein, das ging an Philipp, ja. So, sorry. Du hörst ja meine Stimme. Ja, danke, schreibt er. Ja. Dann hat Christian zwei Fragen formuliert in meinen Augen. Ja. Ich formuliere es mal der Reihe nach, sonst wird es zu lange. Inwieweit ist eine negative Formulierung nicht immer auch positiv fassbar und umgekehrt? Je nachdem, wie tief man schürft. Wird der Unterschied zwischen defensiver Negativformulierung und einer unrealistischen, offensiven Positivformulierung überschätzt? Ja, es ist eine gute Frage. Gerade in der heutigen Zeit, wo es immer heißt, think positive. Ja, klar, think positive. Aber das ist ähnlich wie auch eben den Satz in Bereshit, im Buch Genesis, dass man eben dieses Negative zu einem Positiven ummünzt. Und daher kann man nur sagen, ja, ja, auf beide Fragen und auf beide Postulate. Denn ja, du nimmst das Negative und nützt diesen Schwung auf, um im Grunde genommen hier das Positive zu sehen. Je tiefer man schürft, das war sehr schön formuliert. Und auch bei der zweiten Frage, ja, ein ganz klares Ja. Ja, dann fragt Christian weiter. Bei dem Wechselverhältnis von Mensch-Mensch zu Mensch-Gott und Gott-Mensch fühle ich mich an Jesus' Aussagen zu Vergebung erinnert, zum Beispiel Matthäus 6,14 folgende. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Okay. Und? War eher ein Statement, oder? Siehst du deine Linie vom Judentum hin direkt zu Jesus, der natürlich auch Jude war? Also eben, ja, nicht genau, verwunderlich, ne? You got the point. Er hat nur das gelehrt, was er im Grunde genommen in den Religionshochschulen, in den Yeshivot gehört hat. Denn genau das hat er gehört. Ich meine, ein Gebet lautet, so wie er barmherzig ist, sei du barmherzig, so wie er gütig ist, sei du gütig. Galib, das gibt es auch im Islam, richtig? Galib nickt. Galib nickt, ja. Also ja. Es ist ganz klar jetzt, der Jude, Jesus steht in der Tradition seiner Lehrer. Mhm. Ich meine, David Flusser sagt hier, und Lapide werden nicht müde, das immer wieder zu betonen. Jesus als Hillel-Schüler? Ich würde sagen, Jesus ist eher ein Schamai-Schüler. Mhm. Und das hat auch zu den großen Konflikten mit seiner Denkschule geführt. Siehst du da eine Weiterentwicklung oder eine Kritik an irgendeiner Haltung? Nee. Okay. Also als Jude sehe ich, erstmal, Jesus ist für mich keine Funktion als Jude. Also im theologisch-rabbinischen Sinne. Ja. Er ist eher für mich, ja, er ist einfach keine Funktion. It's not my issue. Ich kann etwas über das Judentum im historisch-hermeneutischen Kontext eventuell über Jesus erfahren, aber eine wirkliche Entität ist er nicht und darum ist es weder für mich eine Weiterentwicklung noch Fehlentwicklung noch irgendeine Entwicklung. Simply, you know, not my issue. Okay, du nimmst einfach wahr, dass er als Jude gedacht hat und gesprochen hat. Ja, und gelehrt hat und gelebt hat und gestorben ist wahrscheinlich auch. Christian, ergänzt noch, wieso Schamai-Schüler? Woran würdest du das festmachen? Naja, das ist, wenn du so verfolgst, ich bin jetzt kein Jesus-Fachmann, aber wenn du verfolgst, so die Aussagen, die er getätigt hat oder getätigt haben soll, wir wissen ja, Markus und verschiedene Evangelien, Paulus haben ihn nie getroffen. Also ein bisschen schwer, dann von jemandem zu sprechen, den man nicht kennt. Passt das eher in die Denkschule von Schamai? Auch ein Pharisäer, aber nicht in die Denkschule von Hillel.
beide Meinungen sind autoritativ. Elo ve Elo divrei Elokim Chaim. Diese und diese sind die Worte des lebendigen Gottes. Aber die Halacha, das Religionsgesetz, ist zurzeit wie Hillel, sagt der Talmud. Aber beide sind durchaus autoritativ und legitim. Ja, vielleicht kann ich da noch eine Frage anhängen. Pleasure. Ja. Wenn ein Jude versucht, nach dieser goldenen Regel und Anführungszeichen zu leben, ja, woran würden wir das merken? Gibt es da so Bestand? Du hast vorher angedeutet, es wird dann noch in weiteren Geboten versucht auszudeuten, zu konkretisieren. Ja? Gibt es da so etwas, wo wir sagen könnten, ah, das ist so spezifisch jüdisch? Oder wäre es so, wie alle Menschen das versuchen, salopp gesagt? Naja, du hast schon gesehen, diese Grunddefinierung, die der Raschbaum gesagt hat, einen guten Ja, einen schlechten ohne Gottesfurcht nicht, das wäre schon spezifisch jüdisch. Also die nochmal tiefer gehende, tiefer schürfende Diskussion um die Definition, was, wo und wie. Es ist erstmal menschlich. Das erhebt sich ja über das Judentum hinaus. Aber spezifisch jüdisch würde ich dann sagen, ist doch eben die religionsgesetzliche Arbeit der Definierung und der genauen Konkretisierung der Begriffe. Ja, wird ein Nichtbefolgen der goldenen Regel sanktioniert? In Klammer Yom Kippur, fragt Christian. Naja, wenn du ja klar, selbstverständlich. Also wenn du jemandem ein Leid zugefügt hast, den Menschen persönlich um Entschuldigung bitten. Nur Yom Kippur, Fasten, nichts essen, nichts trinken reicht nicht. Bei den Sünden, die du wieder einen Menschen, Ben Adam le Chavaro, zwischen Mensch und Mitmensch betätigt hast, bist du dazu angehalten, diesen Menschen literally um Vergebung zu bitten. Galib hat uns einen Beitrag gepostet. Ja, der Koran sagt, Vergebung soll das, glaube ich, heißen, in diesem Kontext. Wenn ihr aber verzeiht, nachsichtig seid und vergebt, gewiss, so ist Allah allvergebend und allbarmherzig. Koran, Sure 64, 14. Ja, korrespondiert dann wieder, sowohl als auch. Sowohl als auch. Das heißt, du musst vergeben, dann vergibt dir auch Gott. Und umgekehrt, Gott vergibt, also vergib ihm auch. Also wir sehen, wir alle, Christentum, Judentum und Islam, sind sich in den zwischenmenschlichen Beziehungen doch relativ nah. Wäre aus deiner Sicht der Jude Jesu dann ein bisschen ein Schwärmer, wenn er sagt, vergebt sogar euren Feinden und betet für die, die euch verfolgen? Naja, auch hier sagt die Bibel ganz klar, die Tora, Verzeihung, über den Sturz deines Feindes sollst du dich nicht freuen. Was nun Jesus macht, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wiederhol bitte nochmal das Zitat, auch wenn es mir bekannt und geläufig ist. Im Grunde, ich habe es jetzt aus dem Gedächtnis zitiert, ja, vergebt euren Feinden, also wie auch euer himmlischer Vater euch vergibt. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob das Judentum eine starke, gleich starke Äquivalenz kennt es nicht. Und ich glaube, es ist auch ein anderer Ansatz. Wäre das so eine Neuschöpfung oder steht das in einer gewissen Tradition auch, die wir finden können? Weil du gesagt hast vorher arabischer Mai. Nein, ich würde sagen, es steht, das ist schon in einer Neuschöpfung. Das geht schon in eine andere Richtung. Ich würde nicht sagen unbedingt eine Verdrehung, aber das geht schon in eine Neuschöpfung. Natürlich fußt das alles auf irgendwas, ja. Es ist nicht so, dass das eine Creatio ex nihilo ist. Aber ich würde das schon eher als Neuschöpfung bezeichnen. Ja, danke, spannend. Gibt es noch Fragen? Zeit hätten wir. Ah ja, Miriam schreibt, ich hätte noch eine alttestamentliche Frage. Ezechiel 25, 15 bis 18.
eine Frage, die mir ein Maturant mitgegeben hat, der sich zurzeit freiwillig durch unser Altes Testament, also oder auch Erstes Testament kämpft. Dieses Kapitel hat ihn aus der Bahn geworfen. Miriam, kannst du uns diesen Vers ein bisschen genauer zitieren? Ja, dann brauchen wir nicht nachschauen. Ja, so spricht der Herr, so spricht Gott der Herr, weil die Philister rachsüchtig waren und voll Verachtung Rache nahmen, um Juda aus uralter Feindschaft zu vernichten. Geht's noch weiter, Miriam? Ja, genau. Darum, so spricht Gott der Herr, ich will jetzt meine Hand gegen die Philister ausstrecken, ich will die Kereter ausrotten und die übrigen Völker an der Küste vernichten. Welches Kapitel? Nochmal? Ezechiel 25, 15 bis 18. Kleinen Moment, ich bin schon drinnen. Genau, es geht dann weiter. Ich nehme an ihnen gewaltige Rache mit grimmigen Strafen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an ihnen räche. Naja. Jetzt muss man dazu wissen, Jeschkel ist ein großartiger Prophet mit vielen Visionen und auch vielen Metaphern. Wenn in demselben Satz, wenn in demselben Kapitel steht, und ich werde die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme vernichten und die Erde von ihr wegziehen und einen nackten Felsen hinterlassen. Dann sind das alles sozusagen Codewörter für verschiedenste Prozesse und Bedeutungen. Innerhalb der jüdischen Geschichte. Und es geht hier natürlich um die Zerstörung von Jerusalem, also und des ersten Tempels, die hier verarbeitet wird und die dann eben angedroht wird. Und das ist ziemlich brutal, ja. Judentum ist hier nicht im Vergleich zu eben vorher über Jesus die andere Backe hinhalten, sondern durchaus auch Rache und Gerechtigkeit üben. Und das ist hier Gottes Verständnis von ausgleichender Gerechtigkeit. Das wäre dann so im Ehem-Tatfolge Verständnis zu sehen? More or less. Vielleicht passt gerade Christians Frage auch dazu. Er schreibt, im Christentum gilt die Regel, die Rache Gott zu überlassen. Ist das eine Übernahme aus dem Judentum oder wird das auch seine Neuschöpfung? Das ist natürlich eine Übernahme. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Wer kennt das nicht? Kennen das alle? Ich sehe klar. Ja. Gut, Jörg fragt noch, neben den systematisch-theologischen Fragen würde mich einfach interessieren, wie in der jüdischen Religionspädagogik die goldene Regel didaktisch oder methodisch erschlossen werden kann. Nochmal bitte. Nochmal langsam, bitte. Entschuldige, ich bin vielleicht zu schlecht. Ich hatte einen Anruf, ich musste das nur unterdrücken, ja. Okay. Neben den methodisch-theologischen Fragen. Neben den systemisch-theologischen Fragen würde mich einfach interessieren, wie in der jüdischen Religionspädagogik die goldene Regel didaktisch oder methodisch erschlossen werden kann. Gibt es Aufgaben, Herausforderungen, Übungen, Schulungsmethoden? Naja, die Frage ist, welcher Religionsunterricht? Wenn wir von den Orthodoxen oder den Ultraorthodoxen ausgehen, sind das eben Grundsätze, die im Rahmen des Studiums des Talmuds erarbeitet werden. Da gibt es nicht irgendwie ein System, das, okay, Kids, today we speak about the golden rule, lass uns mal schauen, was haben wir da, nehmen wir mal an, sondern bei weitem anders. Hier geht es um Materialaneignung, also Dinge werden gelernt und erarbeitet und dann dadurch verinnerlicht. Also gibt es kein besonderes System. Jetzt im modernen Religionsunterricht, natürlich gibt es dann Dinge, wo zum Beispiel Einführung über die goldene Regel als allgemein ethischer Grundsatz, Vergleich mit anderen Religionen und dann eben spezifisch auf Satz aus der Tora,
Interpretation, Übersetzung und immer wieder. Ohne Hebräisch gehen jüdische Studien nicht. Denn wenn jüdische Studien wirklich intensiv und richtig betrieben werden sollen, dann müssen diese voll und ganz auch mit den hebräischen Originalwerkzeugen bearbeitet werden. Das würde ich mal sagen, ist ein spezifisch jüdischer Ansatz, dass wir die Quellen aus sich selbst heraus erschließen und nicht nur aus den Übersetzungen, die ja immer ein Kompromiss sind, so genial sie auch sein mögen. Mhm. Galib schreibt, im Islam ist Allah ja nicht nur lieb, sondern hat Eigenschaften aller Qualitäten, weil er schlussendlich alles erschaffen hat. Daher gibt es auch einige brutale Verse im Koran. Ist das im Judentum ein ähnliches Gottesbild des Allseienden im Sinne der Qualitäten und Eigenschaften? Ja, aber andererseits, ja, er ist barmherzig, aber das sind alles ja menschliche Attribute. Die Hand Gottes, das Auge Gottes, er roch, er, sie, es. I mean, you know, konnte ja weder das eine noch das andere. Wir beschreiben ihn in menschlichen Kategorien, ohne dass wir da wirklich wissen, was wir beschreiben. Also das ist nicht so. Natürlich sind es Eigenschaften, er zürnte, er hörte, er roch, aber das ist ja nur, damit wir geringe Entitäten verstehen, worum es geht. Im Christentum reden wir ja vielleicht sagen, Gott ist die Liebe, Gott ist Liebe, ist eine Wesensaussage und nicht einfach nur eine Eigenschaft. Wäre das auch möglich so vom Judentum her? Sicher. Ata Shalom, Veshimcha Shalom. Du bist Frieden und dein Name ist Frieden. Ahava, Liebe, hat die gleichen numerischen Worte im Akrostich und der Buchzahlen wie das Wort Echad, Eins. Und das symbolisiert den einen Gott. Also sicher, selbstverständlich, gar keine Frage. Das ist jetzt keine christliche Sache. Galib, Islam, auch nicht, oder? Nein, also ich muss mich da jetzt noch ergänzen, nicht, dass man jetzt glaubt, Allah hat nur eine Eigenschaft, die Liebe im Islam natürlich. Allah ist ganz zentral, wesenhaft die Liebe, denn er liebt genau, die Schöpfung und er liebt die Geschöpfe. Also das ist, und er wird auch geliebt. Also die Liebe ist ein zentrales, sowohl wesenhafter Teil Allahs als oder Eigenschaft Allahs, als auch ist es eine wechselseitige Beziehung, eine aktive. Ja, und er ist die Liebe. Und ja, also ich glaube, das sieht da jeder Religion gleich aus ihrer spezifischen religiösen Perspektive. Ja, ja. Na, meine Frage war nur speziell eben jetzt auf diese Eigenschaftsfrage abgerichtet. Naja, Eigenschaft im Sinne von eben Hass oder Zorn oder wütend oder barmherzig oder ja, aber das sind eher Hilfskonstruktionen für uns. Natürlich, natürlich. Also wir haben ja im Islam 99 Namen, dann würde ja Allah 99 Eigenschaften haben und nicht mehr. Das ist ja auch nicht so. Eben, wir haben 70. Ja, also ja, genau. Ja, genau so. Aber das ist auch ein Hilfsmittel natürlich. Klar, bei uns genauso. Das passt auch zu dem, was Christian schreibt. Wie gehen solche Attribute, zum Beispiel Gott ist Frieden, mit der Nichtfassbarkeit Gottes zusammen? Naja, wir können es nicht fassen, aber wir brauchen Dinge, die unser minder bemittelter Geist irgendwie erfassen kann. Und da werden eben diese großartigen Dinge wie Friede, Liebe, auch eben auf Gott angewandt. Aber er ist natürlich viel mehr und eben unfassbar. Ich meine, allein der Satz, den wir jeden Tag sagen, Atahu Mishenivrolam, Atahu Mishenolivrolam, du bist derjenige, der immer schon existiert hat, seit die Welt erschaffen wurde, und du bist derjenige, der immer existiert hat, auch wenn die Welt nicht geschaffen worden. Also dieses Infinitum ist ja gar nicht wirklich für uns begreifbar. Da kriegen wir dann gleich den Knopf im Gehirn. Ne? Genau so. Das sind unsere Grenzen. Christian schreibt noch, by the way, im Christentum kann man schon so denken, in Klammer, irgendwofür ist die Trinität schließlich gut. Ja? Hier berühren wir einen interessanten Punkt wahrscheinlich, wenn wir als Monotheisten miteinander sprechen. Weil das ja doch eine sehr spezifisch christliche Rede, aber ich möchte fast sagen, auch von diesem Geheimnis ist, eigentlich kapieren wir ja auch nicht wirklich, was Trinität heißt. Ne?
stehen wir auch vor der Herausforderung, hilflose Worte zu finden für das Geheimnis Gottes. Interessant. Interessant. Gerade für uns von jüdischer Sicht ist nämlich Trinität schon verständlich, aber einfach nicht logisch in unserem Verständnis über eben diese Infinität. Aber bitte, wenn das dann so gesehen wird, dann ja. Me too. Ja, Miriam schreibt, in der christlichen Tradition gibt es auch das Stundengebet, in dem immer wieder die Psalmen gebetet werden. Ich finde das genial, denn hier werden alle menschlichen Gefühle, Gemütslagen angesprochen. Und bis auf Psalm 1 enden ja alle positiv. Enden ja alle positiv. Das betrifft eher den Psalm 88. Ne? Sehr tröstlich vor Gott. Welchen Stellenwert haben die Psalmen in der jüdischen Tradition? Na, die Psalmen in der jüdischen Tradition sind sehr stark. Na klar, sie kommen ja auch von uns. Sie werden im Gebet stark verwendet, in den verschiedenen Abend-, Morgen- und Nachmittagsgebeten. Sie dienen als kontemplatives Texte. Sie werden sehr viel für Lieder genommen, Ausdrücke, Beschreibungen von Stimmungen. Also eine sehr, sehr starke Rolle im Judentum. Da darf ich verweisen auf eine Fortbildung, die meine Kollegin hier am Institut für jüdische Religionspädagogik und ich gerade konzipieren unter dem Titel Psalmen, Gebet, Lieder und Textbuch des Judentums im Alltag. Mein Alttestament-Professor hat immer gesagt, die Psalmen kann ich nur in der Gemeinschaft der Kirche oder der Glaubenden, sage ich jetzt mal allgemeiner, beten. Ja, würdet ihr das auch so sehen? Nicht in der jüdischen Tradition. In der jüdischen Tradition ist gerade das Tillim-Buch, das Psalmenbuch, ein ureigenes, intimes Medium zwischen dem Mensch, oft auch Frauen und Gott. Weit über die Gemeinschaft hinaus oft. Ja, gibt es noch Fragen? Galib schreibt, Psalmen, eines der vier heiligen Bücher des Islam, by the way. Na, also da sehen wir es doch sehr stark. Die Psalmen werden neben König David 9 weiteren Autoren zugerechnet, von Adam bis eben nach König David. Wenn es vor König David war, waren das die Motive, die dann David aufgenommen hat und verdichtet hat. Und wenn es nach David hat, waren es Motive, die David gesetzt hat und die dann in der Nachredaktion bearbeitet wurden. Ja, das Schweigen wird länger. Gibt es noch Fragen? Friederike fragt, und auch Adam werden Psalmen zugeordnet? Welche? Ja, kann ich jetzt gerade nicht rausschießen, müsste ich googeln. Okay, können wir alle mal machen bei Gelegenheit. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, im Talmud, wo das steht, ist keine konkrete Psalmennennung angesetzt. Ja. Müsste mich sehr täuschen, wenn ich das nicht stimmen würde. Aber bitte ich unter Vorbehalt mal aufzunehmen. Christian fragt noch, besteht der Hauptunterschied zwischen Christentum und Judentum, was die goldene Regel betrifft, vor allem darin, dass die Christen tendenziell anspruchsvollere Maximen haben, die nur mit Hilfe des Heiligen Geistes gemeistert werden können? Gute Frage. Nee, ich kann nicht fürs Christentum sprechen, ich kann fürs Judentum sprechen. Für das Judentum aus meiner subjektiven Sicht.
Würdet ihr das auch so sehen? Ihr redet ja auch vom Ruach Yahweh, dass das Leben nach den Geboten Gottes, im Speziellen jetzt die goldene Regel, nur aus dem Geist Gottes heraus möglich ist? Muss ich passen? Kann ich gar nicht darauf antworten. Muss ich passen. Ja, es ist für mich sehr spannend, ja, wie viel wir miteinander teilen, ja, und wo die Linien verlaufen. Und wo ich gerade selbst für mich merke, herauszufinden, wo beginnt dann das speziell Christliche. Das ist eine spannende Sache. Ja, ja gut, das ist ja klar. Christentum kommt ja auch von irgendwo. Na klar, ja. Ja, die Frage können wir auch an unseren christlichen Referenten dann weitergeben. Christian, vielleicht schreibst du sie dir auf und stellst sie nochmal. Ja, gibt es noch eine letzte Frage? Die ersten schreiben schon, vielen Dank, das war ein sehr erhellender Abend. Ja, finde ich auch. Es ist immens spannend. So wie unser interreligiöser Open Relicus überhaupt immer entspannend ist. Also ich finde das großartig, dass wir so zusammensitzen und nachdenken. Ja, auch sehr, sehr, sehr inspirierend und bereichernd. Ja. Wir haben einen einzigen jüdischen Schüler an der Schule, der eine große Angst hat, dass seine Religion öffentlich bekannt wird. Ich finde das sehr traurig, aber leider auch verständlich. Wie könnte man die Situation verbessern? Schreibt Friederik. Miriam schreibt das. Miriam, in welcher Stadt lebst du oder lehrst du, wenn ich fragen darf? In Graz. In Graz. Es gibt ein Projekt, das die IKG Wien gestartet hat, das heißt Likrat. Das ist ein Peer-to-Peer-Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe in der Erstehungsphase und auch noch heute mitarbeite. Und es beinhaltet den Besuch von jüdischen Schülern im gleichen Alter wie die Klasse, indem es ein 90-minütiges Treffen, manchmal sogar ohne Lehrer, je nachdem, wie die Klasse gerade ist, stattfindet. Es gibt ein 15-minütiges Impulsreferat, das sind zwei Jugendliche, immer ein Junge und ein Mädchen. Und dann all the questions you wanted to ask about Judaism but never dared. Und es ist ein offenes Gespräch und baut Vorurteile ab. Und wenn man sich kennt, dann werden diese Dinge eben überwunden. Also ein ganz tolles Projekt. IKG Wien, Likrat, schreiben Herr Benjamin Gilkerow. Die fahren bis nach Vorarlberg. Graz ist kein Problem. Vielleicht kann man noch ein, zwei Schulen machen, weil dann kann man das am selben Tag in ein, zwei, drei Schulen machen. Dann lohnt sich das gleich. Das sind ja auch alle Schüler, die sich freinehmen wollen. Ein sehr, sehr tolles Projekt, das diese Vorurteile abbaut. Und dann gibt es auch noch so einen Koffer und Begegnungen mit dem Judentum. Wir glauben, dass Begegnung und Lehre und vor allem Gespräch auf Augenhöhe der beste Weg ist, um sowas komplett fast auszuschalten. Ja, wunderbar. Ich glaube, dieser Hinweis auf dieses Projekt ist auch ein wunderbarer Abschluss für uns heute. Lieber Avi, vielen Dank, dass du uns wirklich tolle Einblicke gegeben hast und auch wahrscheinlich für vieles die Augen geöffnet hat. Zumindest mir geht's so. Ja, es ist wunderschön, auch diese Traditionslinien zu sehen, die uns vereinen. Nochmals herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Und in diesem Sinne, bis bald bei Open Rally. Vielen Dank für die Möglichkeit und für das.